Hallo, liebe Deutschlerner, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es geht um besondere Perfektformen, die nicht nach den normalen Regeln gebildet werden. Ich bin Gisela, Deutschlehrerin und Buchautorin. Die Modalverben sehen, hören, lassen. Bei diesen Verben wird das Perfekt nicht wie gewohnt mit haben oder sein und dem Partizip 2 gebildet, sondern mit dem Infinitiv, wenn ein zweites Verb im Satz ist. Beispiele dazu: Ich habe meine Haare schneiden lassen, nicht schneiden gelassen. Das habe ich nicht kommen sehen, nicht kommen gesehen. Er war so leise, ich habe ihn nicht kommen hören. Falsch wäre hier kommen gehört. Nun im Einzelnen. Das Verb sehen allein im Satz. Frau Schmidt, haben Sie gestern in der Bahnhofstraße den Unfall gesehen? Ja, ich konnte zwei Autos sehen, die auf dem Parkplatz zusammengestoßen sind. Haben Sie auch gesehen, welcher Fahrer an dem Unfall schuld war? Ich glaube, dass der Fahrer des Mercedes dem anderen die Vorfahrt genommen hat. Er hätte warten müssen. Sehen allein geht ganz normal, haben und gesehen. Im letzten Satz seht ihr aber ein Modalverb, warten müssen. Er hat warten müssen, auch im Konjunktiv, er hätte warten müssen. Sehen mit einem zweiten Verb. Warst du gestern auch beim Konzert? Ja klar, ich habe die Band singen hören und tanzen sehen. Sie war fantastisch. Noch ein Beispiel. Ich suche Samira, wo könnte sie denn sein? Gerade vor ein paar Minuten habe ich sie die Straße entlang laufen sehen. Vielleicht geht sie einkaufen? Ah ja, danke. Hören allein im Satz. Bei uns ist ein neuer Nachbar eingezogen, direkt über mir. Er ist viel lauter als der vorige. Ich habe gehört, wie er duscht, wie er fernsieht und wie er mit seiner Frau streitet. Und nun hören mit einem zweiten Verb. Ich liebe den Frühling. Schon im März habe ich die Vögel morgens zwitschern hören. Tweet, tweet. Hören mit einem zweiten Verb. Noch ein Beispiel. Ich bin verärgert über den Lärm von der Baustelle in meiner Straße. Den ganzen Tag habe ich es gestern klopfen, hämmern und schlagen hören. Ich habe die Bauarbeiter mit dem Presslufthammer arbeiten hören. Was soll ich bloß machen? Lassen allein im Satz. Wir wollten eigentlich dieses Jahr eine Urlaubsreise machen. Aber leider ist alles so teuer geworden. Lange haben wir gerechnet und schließlich haben wir die Reise einfach gelassen. Das können wir uns nicht leisten. Hier eine ganz normale Perfektform haben gelassen.
Nun folgt das Beispiel lassen mit einem zweiten Verb. Habt ihr ein neues Sofa? Das sieht ja toll aus. Nein, wir haben es nur neu beziehen lassen. Aber der Teppich ist doch neu, oder? Oh nein, den haben wir reinigen lassen. Und nun? Lassen mit einem zweiten Verb das zweite Beispiel. Gestern war mein Geburtstag. Da habe ich mich wirklich verwöhnen lassen. Vom Bäcker habe ich eine Torte backen lassen. Bei der Kosmetikerin habe ich mich schminken lassen. Und beim Friseur habe ich meine Haare schneiden und föhnen lassen. Dann habe ich mich von meinem Freund zu einem Konzert fahren lassen. Es war ein wunderschöner Tag für mich. Das Modalverb können. Ich habe Zahnschmerzen. Das ist sehr unangenehm. Leider habe ich gestern keinen Termin machen können. Es war keiner mehr frei. Erst morgen habe ich einen Termin. Das Verb müssen, das Modalverb müssen. Wir waren gestern Abend bei Freunden eingeladen. Es war sehr nett und das Essen war sehr lecker. Um 21 Uhr haben wir leider schon gehen müssen. Wir haben unsere Tochter vom Flughafen abholen müssen. Ein Beispiel für das Modalverb dürfen. Heute dürfen Jugendliche viel mehr als früher. Ich habe früher mit 16 Jahren nicht allein ausgehen dürfen. Später habe ich weggehen dürfen, aber nicht länger als 22 Uhr. Zum Schluss möchte ich noch einige Ausdrücke oder die Ausdrücke zeigen mit besonderem Perfekt, die man häufig verwendet. Das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe dich gar nicht kommen hören. Du warst so leise. Wir haben heute Morgen die Vögel zwitschern hören. Der Frühling ist da. Ich habe meine Nachbarn gestern Abend um 11 Uhr noch laut streiten hören. Das ist so rücksichtslos. Ich konnte nicht schlafen. Wo hast du den Mantel reinigen lassen? Wo hast du deine Haare schneiden lassen? Und so weiter. So viel für heute. Um diese Formen in deinen Sprachgebrauch zu integrieren, könntest du gleich einige Beispiele bilden und sie in die Kommentare schreiben. Viel Erfolg, deine Gisela.